Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fastest Frontier. So, was haben wir, was brauchen wir hier? Brauchen wir Pfeile? Hier haben wir soweit alles. Hier haben wir... Verdammt, das habe ich nicht bedacht. Verdammte Axt. Ihr müsst wieder zurück zu eurer Kaserne. Jawohl, das ist es, was ihr tun müsst. Und wir haben einen Händler da. Haben wir diesen Händler in der letzten Folge schon da gehabt? Ich weiß es leider nicht mehr. Wir haben keinen Händler mehr da, der reist gerade ab. Okay, also dann... C'est la vie, mon ami. So, wir können den Schrein verbessern. Wir hauen mal rein, wir verbessern den Schrein. 350 Gold, 15 Eisen. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Aber hier wird ordentlich Eisen geschmolzen, oder? Jawohl, hier wird ordentlich Eisen geschmolzen und hier hoffentlich auch, jawohl, auch hier wird ganz ordentlich Eisen geschmolzen. Bei Gold bräuchten wir noch ein wenig. Ja, bei Gold müsste man noch ein kleines bisschen. Wie sieht's hier aus, Eisenerz? Erträge, okay. Da ist einfach nur, ja, ich verstehe. Ja. Dankeschön, sehr gut, hervorragend. Das bedeutet, wir bräuchten noch mal irgendwo Gold her. Schwierig. Dieser Rübenkeller ist sehr ungeil. Ich hätte diesen Rübenkeller dann gerne... Er passt hier leider nicht mehr rein, sehr schade. Hier auch nicht. Hier würde er noch hinpassen. Hier passt er leider nicht mehr hin. Aber er passt natürlich auch noch hier hin. Ich würde sagen, wir stellen ihn dahin. Das ist jetzt kaum, ne? Also wirklich kaum der Rede wert. Hier wird ordentlich, ne? Man sieht es, hier wird ordentlich von den Kühen und dergleichen, ne? Ja. Wird hier das Feld wieder schön gemacht. Hier unten wird das Feld auch wieder schön gemacht. Hier hat man auch schon angefangen. Hier gibt es immer noch Apfelbäume. Das ist irgendwie ist das schon beeindruckend, ne? Aber das kann man auch mal stehen lassen. Das ist ja schön. Das ist ja gut, wenn man auch das mal stehen lässt. Passt auf alle Fälle. So, wir gehen mal hier weg. Wie sieht es hier aus? Nein, das Tor daneben könnte man. Hier, aber man kann auch jenen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, bevor wir den hier verbessern, sollte mal der hier, ne, der sollte dann langsam vielleicht mal verbessert werden. Das ist vielleicht, ne? Das wäre unter Umständen vielleicht mal eine Geschichte. Oh, da ist wieder ein Dorfbewohner an Altersschwäche und so, ne? Aber das gehört halt dazu, ne? Das muss ja auch. Oh, hier hinten wird er nicht mal gebaut. Da hinten wird er nicht gebaut, da hinten wird er nicht, aber das funktioniert dann schon. Wie sieht's denn eigentlich hier aus, so mit, ja, Grasland ist irgendwie nicht so, ne? Ist jetzt irgendwie nicht so toll. So, die kann man auch noch, weißt du was, dann tu das doch bitte. Geht ja jetzt auch wieder schön steil nach oben hier mit unserem Holze. Es geht ja wieder nach oben mit dem Holz. Das ist ja auch schon mal wieder was. Da werden Dorfbewohner von Raubtieren angegriffen, aber da ist sie tot, die wilde Sau. Da ist sie hinüber. Hier sieht... Kann man hier eigentlich... Nein, kann man nicht. Ich dachte, vielleicht kann man das irgendwie schließen oder so. Aber kann man leider nicht. Sieht's denn hier aus? Achso, hier sind wieder zwei rausgestorben. Da brauchen wir wieder zwei neue. Wahrscheinlich beim letzten Angriff. Oh, hier sehe ich schon wieder. Hier sehe ich doch den Komposte schon wieder. Da kann man natürlich mal draufschmeißen. Hier ist noch nicht, sind wir erst bei 90%. Okay. Wie? Hier unten. Hier unten ist so ein Heilkundehaus und schon geht's denen auch besser, oder? Yo. Ja, Standort 30 funktioniert leider nicht. Haupttier gesichtet, wo? Oh, da ist ein Bär.
Da ist ein Böhr. Verdammt. Komm mal hierher, dann nehmen wir Alpha. Alpha, komm her. Er ist unser Alpha. So, und dann klatsch mal diesen Bären in der Hoffnung, dass das funktionieren tut. Und bei euch müssen wir auf alle Fälle, ne? Richtig, ihr wart hier unten. Da ist jetzt natürlich nichts mehr mit Steinen. Wir haben ja schon ausgekundschaftet. Ne? Wir können ja sagen, hier, da sind ordentlich Steine, dann sollen die da hingehen. Das kann man machen. Dorfbewohner, Raubtier angegriffen. Zack, halt, stopp, hier hin. Okay, der Bär ist definitiv munchig. Und wir können auch jene Scheune verbessern. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das machen wir mal. Da hauen wir mal ordentlich rein. Okay, hier unten. Wir müssen... Ja. Sache ist natürlich, kann man hier oder kann man hier nicht, ne? Wir gucken mal. Wohnraum. Können wir jetzt hier wieder... Oh, jetzt könnten wir hier wieder, ne? Hier nicht mehr, aber hier würde gehen. Ja, komm, wir bauen da gleich ein Hüttchen hin. Da können wir nicht, da können wir auch nicht, aber wir können hier Gelände. Nein. Also ja, aber halt so rum. Ne? So, Gelände können wir mal und hier haben wir den angesetzt, ne? Dann können wir mal versuchen, hier so. Vielleicht geht das und natürlich hier rüber auch noch. Mal gucken, ob das funktioniert. Bitte weiterlaufen lassen. Oh, hier schaut mal da, wie die Kühe spielen. Oh, schaut mal, wie schön das Zebra mit dem Löwen spielt. So. Scheint auch wieder einigermaßen zu funktionieren hier mit dem Essen. Urplötzlich scheint auch das wieder zu funktionieren. Seid ihr jetzt da, wo ihr müsst? Ja, ihr seid jetzt da hinten in der Ecke. Okay, das ist in Ordnung. Haben wir hier irgendwo noch einen Wolfsbau, den wir vielleicht einfach übersehen haben? Ich sehe nicht, dass wir da was übersehen haben. Was ich sehe, ist, dass hier nochmal Eisen ist. Und nochmal Eisen und nochmal Eisen und nochmal Eisen. Hatten wir hier nicht irgendwo einen kleinen Hügel, auf dem Gold war? Seht er und schon hat er ihn gefunden. Das ist ja unglaublich, ne? Da ist nochmal Gold. Da sollten wir vielleicht... Komm mal hierher. Ressourcen. Wo ist hier die Goldmine? Da ist hier Goldmine. Wenn wir die jetzt hier hinsetzen irgendwo, dahin zum Bleistift, dann kriegt der da immer noch 3 Gold. Und wenn wir den da hinsetzen, dann kriegt er auch noch 3 Gold. Ja, wir lassen erstmal die bauen. Wir lassen jetzt erstmal die bauen. Dorfbewohner, Altersschwäche, nicht schön, aber natürlich. Und ich würde sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil da haben wir genug. Also ausreichend, erstmal. Vorerst, wir wollen nicht das böse Wort genug sagen, aber erstmal anständig. So, wir haben Steine, glaube ich, in der letzten Folge gekauft. Oder in einer der Folgen haben wir bestimmt mal Steine gekauft. Hier, zack, zack, zack und zack. Da werden schon wieder Dorfbewohner von Raubtieren angegriffen. Der ist definitiv munchig. Da werden die Kühe von der Weide geholt. Auch das funktioniert schon. Hier haben wir das. Ist der schon so weit? Der ist leider noch nicht so weit. Sehr, sehr schade. Wir müssten mal, ne? Menschenskinder, wir müssten mal. Wir können mal den hier nehmen und dann würde ich sagen, können wir sagen, hier Rückbau, denn so brauchen wir das jetzt erstmal nicht.
Was wir allerdings benötigen würden, wäre hier. Hier. Nein. Hallo. So. Richtig, so würden wir das mal benötigen. Und dann natürlich auch in diese Richtung. So macht das Sinn. Jawohl. Dann lass mich raten, die sind irgendwie 10 auf 10, also machen wir die auch einfach 10 auf 10, beziehungsweise den Radius, den wir ziehen, der ist natürlich 11 auf 11. Und Mauern verwalten. Umschalten gedrückt, um Auswahl aufzuheben, hä? Auswahlrahmen um Mauern. Okay, wir ziehen einen Auswahlrahmen um Mauern. Boah, wie geil. Okay, ich würde sagen, von hier bis hier und den, ich würde sagen, hier so rüber, ne? Geht das? Geht nicht? Doch, komm, hier. So, von hier bis hier rüber und dann verbessern, aber halt natürlich nur die, bei denen es geht. Ganz klar, dann müssen wir hier hin, denn wir brauchen hier. Wir brauchen ja hier so Zäune. Und da würde ich ja fast sagen, hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ach so, funktioniert das auch, okay. Halt, stopp, von hier weg, nein, von hier weg 1. Da hoch dann 10. Von hier bis hier dann wieder 11 und dann von hier nach hier runter ist das Gelände zu steil. Das ist hervorragend. Das bedeutet hier erstmal ansetzen und dann hier bitte glätten die Herrschaften. Wenn möglich. Heute noch jährliche Steuern eingenommen. Sehr schön. Und ich würde tatsächlich hier direkt, hier würde ich dann tatsächlich ansetzen. So, dann werden da auch gleich Bäume gefällt. Butter ist auch noch ein bisschen da, da arbeiten die schon, das ist auch hervorragend. Da liegt schon wieder Eisen in der Gegend rum, da liegt Gold rum. 2 Viehherden bei schlechter Gesundheit, ja, dann treibt sie doch bitte raus. Es ist ja schon fast Frühling. Sie jetzt, da können sie. Herde teilen, melken, deaktivieren, schlachten, Herdengröße, keine Ahnung. Da ist doch schon wieder Menschenskinder. Ja, okay, da läuft. Dann würde ich sagen, hier bitte. Und dann hier rein. So, was hast du bei? Hast du irgendwas bei, was wir kaufen wollen würden? Oh Gott, wir haben kein Getreide mehr. Dann würde ich doch sagen, wir wollen Getreide kaufen. Ich würde sagen, so, oder? Okay, wir haben kein Geld drin. Erschreckend. Goldtransfer. Ich möchte im Handelsposten bitte 3000 hätte ich da schon ganz gerne liegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich da schon gern ein paar Groschen drin, ne? Ja. Dann darüber. Da wird immer noch ausgebaut. Leider nicht besonders effektiv. Eieieiei. Oh, hier wird gegraben. Das ist gut, wenn da gegraben wird. Das freut uns sehr. Warum sehe ich hier? Ach, das ist vom wir müssen graben Ding. Jetzt verstehe. Ja, natürlich. Lass mal gucken, wie sieht's hier aus? Geld ist da, Händler ist auch da. Der möchte, oh, das ist gut. Nee, wir wollten jetzt erstmal hier Getreide. Erstmal so die Hälfte vom Getreide kaufen und genau und dann schauen wir mal Trader 2, was möchtest du? Schau mal, was wir Kohle haben, hä? Ja, auch hammermäßig, ne?
Ja, ich würde sagen, die da, die kannst du direkt nehmen. Gegenstände verkaufen, dann sind die wieder da, dann gehen wir zu Trader 1 und dann will uns der hier Backsteine verkaufen, die wir natürlich auch gerne und dankend annehmen, und der möchte uns, schade, der möchte uns keinen Ton verkaufen, das finde ich sehr, sehr traurig. Hier können wir mal wieder bitte 500, würde ich sagen, halt 500, nicht 5000, jetzt wirst du aber ein bisschen. Wo ist das denn? Warum läufst du denn in die Richtung, du Trottel? Da lang. Hier lang, da lang. Eigentlich dahin. Lauf an! Ach, zum Glück, da hat der Bär mal kurz an der Seife geschnüffelt und war kurz verwirrt. Komm. Auf! Jawohl, da wird schon gefeuert. Da ist ein Soldat oder was auch immer dabei. Renn! Ey, warum wird hier nicht... Aber warum ist da nur noch einer drin? Was ist denn da los? Was ist denn hier schief? Geht ja gar nicht. So. Da sieht gut aus. Da sieht auch jetzt dann irgendwann mal gut aus. Wie sieht's hier aus? Verdammt, einer an Skorbut. Glaubt ihr eigentlich, warum tust du nichts? Haben sie jetzt ordentlich verprügelt wenigstens? Ja. Okay, der kann schießen. Warum kann der hier nicht schießen? Verstehe es nicht. Naja, egal. Muss ich wahrscheinlich nicht verstehen. Ist jetzt nicht so wild. Aber finde ich auch nicht gut. Das finde ich gut. Jetzt hier Büsche. Nein, hier gibt es keine Büsche. Okay, Dorfbewohner ist wieder geheilt. Das ist auch sehr gut. Hier sieht es auch gut aus. Und ich würde sagen, wir nehmen mal richtig Geld in die Hand und wir bauen hier unten aus der Arzthütte, machen wir auch nochmal ein Krankenhaus. Zack. Drufter da. Wir haben ja ein bisschen, hier ist glaube ich schon wieder ein neuer drin. Zack, schon sind zwei weg und nur noch einer da. So, was möchtest du? Du möchtest hier kaufen, du möchtest Steine verkaufen. Ich bin ein großer Freund davon, dass du Steine verkaufen möchtest, wenn ich ehrlich bin. So viel kann ich nicht. Ernsthaft. So viele kann ich dir abkaufen, das ist okay. Kühe kann ich dir leider gerade keine abkaufen. Wie lange bist du noch da? 11 Tage, ja, dann viel Spaß. So, dala. Dann haben wir jenes und dann müssten wir mal hier oben hin, denn die sind, glaube ich, mit ihrer Arbeit fertig. Also die sagen zumindest, dass sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Ob dem wirklich so ist, weiß ich nicht. So, wir müssen mal da. So. Hier hin, oder? Ist das so richtig? Ich glaube, so ist das richtig. Dann bau das da mal hin. Bitte, danke, und dann liegt hier ein toter Böhr. Das ist in Ordnung, da liegt der PC gut umeinander. Dann hierhin, dann Nahrungsproduktion und dann hierhin. So. Und dann hierher. Was haben wir dann? Und dann können wir, ich würde von dem Feld einfach, weil das gut funktioniert, würde ich gerne das hier übernehmen. Das ist Roggen. Dann, also Arbeit, Roggen, Arbeit, Klee, Arbeit, Arbeit, Bohnen. Okay. Also wir gehen hier hin und können das nicht machen, weil es noch nicht gebaut ist. Schon wieder Bär. Ja. Hervorragend. Das hat wunderbar funktioniert. Raubtier gesichtet, Raubtier tot.
so läuft es doch an sich eigentlich ganz gut. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Bärenhöhlen? Nee, aber ich habe gerade gesehen, da hinten gibt es noch Steine. Oh, da hinten gibt es noch ganz, ganz ordentlich und saftig Steine. Sehr gut. Was ist das? Temporäre Unterkunft, temporäre Unterkunft. Gab es hier nicht ein Arbeiterlager? Hier gibt es ein Arbeiterlager. Dieses Arbeiterlager fällt nur Bäume. Dieses Arbeiterlager macht halbe halbe und Arbeiterlager macht halbe halbe irgendwo hier hin. Wo waren denn gerade die ganzen fetten Steine, die ich da gesehen habe? Wo sind die denn? Okay, die sind wo ganz. Naja, egal, dann würde ich sagen hier hinter. So und dann viel Spaß. Zack, zack, dann klatschen wir da noch zwei rein, weil der Weg wird ja auch weiter. Das geht ja nicht näher. Ja, speicher doch mal bitte schön Spiel. Danke. So, dann haben wir den hier und das und doch, das langsam funktionieren die ja auch wieder und da können wir im Winter wieder Schiss drauf schmeißen. Also hier drauf. Müll. Ist ja Müll, ist ja kein Schiss, ist ja Müll, ne? Oder wird ja als Müll bezeichnet. Wie sieht's hier unten aus? Da fehlt noch ein bisschen. So ist jetzt aber auch nicht die Welt, was da fehlt, ne? Muss man jetzt fairerweise auch mal sagen. Hier ein neuer Dorfbewohner geboren. Hier, oh, seht. Da fehlt nur noch diese und die haben wir vergessen. Habe ich vergessen anzuwählen. Nicht wir, ihr könnt ja eh nichts dafür. Ich habe vergessen, die anzuwählen. Hier könnten wir mal. Und hier könnten wir, aber müssen wir nicht. So. Ja, die können wir eigentlich schon fast wieder so gut wie, ne? Mal gucken, ich, jetzt mal abgesehen davon, pass mal auf, wenn ich, so funktioniert das auch, okay, dann dreht man nicht so vollkommen durch. Ich verstehe, Wildschwein gesichtet, da der Roggen, ne? Der Roggen, Kinders. Das ist halt schon, wie sieht es hier drüben aus, da sieht es wieder einigermaßen cool aus, das läuft. Hier leider nicht. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin, ne? Da müssen wir dann mit dem nächsten Kompost läuft das dann auch wieder ganz rund. Sehr schön. Ach, das finde ich schon ganz gut. Ich finde auch das hier oben ganz cool. Eigentlich ist ja das hier die Hauptstadt, ne? Und da außen sind dann die Außenbezirke. Ja, das sind also die Außenbereiche. Und da müssten wir auch nochmal hin, beziehungsweise daher und dann Mauern und Straßen, geile Straßen. Können wir nicht. Okay, können wir nicht, dann müssen wir essen. Tu mal die Straße los, dankeschön. Boah, 30 Steine, haben wir die noch? Wir haben die noch, komm, hau drauf. Wir wollen das so. Wir wollen das so, das sieht gut aus, das kann man machen. So. Wie sieht's aus? Der sieht jetzt auch schon ganz fein aus. Der hier hinten leider noch nicht. Da ist er noch nicht mal. Mensch, Kinders. Mach mal hier Bio. Sag, da fehlen noch 5 Gold. Kann die da mal einer hinklatschen, bitte? Das wäre ja mal eine Sache. Hier wird auch schon besser. Hier wird es leider noch nicht so viel besser, wie ich gehofft habe. Ich bin gerade überlegen, ob ich da eine zweite Viehherde draufstelle. Denn wir werden deutlich mehr Vieh brauchen. Also hier hinten haben wir das Pech, dass wir einfach keine wirklichen Flecken haben. Ne? Also hier schon, aber naja, so da eher nicht. Dafür haben wir halt einfach den Berg im Rücken, was es gar nicht mal so kacke ist. Hier Eisen, 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 Eisen. Ne? Wir könnten hier direkt einfach nur Minen drüber ziehen. Ja. Einfach nur Minen drüber ziehen. Denn wenn wir jetzt hier hingehen und mal einfach, wir gucken nur, ne? Wir machen das jetzt nicht, aber wir können ja mal gucken, hier Ressource, Eisen, dann sieht man mal, wie hier, ne, da überall 2 bis 3.
Gibt es da dann schon, da ist nochmal ein Einser. Ganz viel Dreiergebiet. Also da würde es uns nicht mangeln. Hier hinten ist nochmal richtig fett Stein. Ja, den haben wir, glaube ich, auch noch mit drin. Also die können hier schon. Ja, das geht schon. Da geht schon. Hier ist überall noch ein bisschen, ne? So, können wir den jetzt schon? Ne, wir können den noch nicht. Schade. Bauarbeiten für die Saison eingestellt. An Altersschwäche. Nahrungsvorräte knapp. Warum denn? Verdammt. Oh, was ist hier? Besser gewähren dem Lagergebäude einen Bonus auf Haltbarkeit. Verderblicher Waren, ja. Voll gut. Dieses Lager ist voll. Vielleicht sollten wir dann da einfach mal einen zweiten bauen. Das wäre doch, wäre eigentlich, oder? Das, man könnte ja fast sagen, es wäre Nahrungsmittelproduktion. Wo ist er? Ist es dieser hier? Das ist die Obstplantage, das ist die Räucherei. Bäcker, Käser, Jägerhütte sind, das ist ein Lager, mein Gott. Gerade liest das noch vor, ne? Hier, dieses Lager. Und dann, ist das ein Lager? Ja, ist schon ganz schlauer, ne? Da kann man, ich würde sagen, wir bauen da einfach nochmal zwei. Einfach, weil wir es können. Wo wirst du schon wieder von Raubtieren angegriffen? Ja, der ist doch schon lange tot, du kannst aufhören zu rennen. So. Das sieht doch so an sich eigentlich ganz lässig. 280 von 300. Hier wird wohl... Well, hier wird doch gerade ausgebaut, oder? Ich sehe das doch. Hier. Warum kann ich dieses Gebäude nicht anwählen? Großes Haus, ja. Genau. Ja, aber die brauchen dann natürlich normalen Lehm für, ne? Die brauchen da dann natürlich normalen Lehm. Wie sieht's eigentlich hier aus? Oh, seht mal, wir brauchen nur noch 5 große Häuser. Wow. Ja, und dann natürlich 100 Bretter. Also da mangelt's dann schon. Und natürlich brauchen wir auch 300 Bewohner. Aber ich glaube, jetzt das ist tatsächlich das kleinere Problem. Ich befürchte tatsächlich, dass das kleinere Problem ist. Und ich habe natürlich gehofft, dass die hier oben noch fertig werden. Aber die wurden natürlich nicht mehr fertig. Wer hätte es gedacht? Ach, ja, ja, wer hätte gedacht. So, hier, warum ist... Wo ist die Maus? Da ist sie. Ah, Platz deaktiviert. Mach mal diesen hier. Hau da mal nochmal einen Menschen rein. Das ist, glaube ich, ganz okay. Oh, hier hau auf alle Fälle einen Menschen rein. Da ist uns die junge Dame rausgestorben, die das gemacht hat. War auch ein sehr unerwarteter Tod. Ich glaube, die war erst 90 oder so. Also ausgesehen hat sie zumindest wie 90. So, hier, da wird gelaufen, da wird gemacht, da wird getan. Hier wird auch. War hier nicht irgendwo, wollten wir hier nicht eine Tongrube hinbauen? Ach, schaut mal, hier Tongrube. Menschenskinder, da ist die Tongrube. Da sind da Plätze deaktiviert, wa? Wir sind schon im Jahr 60. Ne? 8 neue Nutztiere geboren. Ja, das sind, ne? Das sind schon, ja. Wenn das Nutztiere geboren werden, aber halt irgendwie keine Leute, ne? Das ist halt schon, ja, ich weiß nicht. Könnte man hier bitte diesen, könnte man den bitte Prio verpassen? Das wäre Bombe. Dankeschön. Hier oben muss nicht so Prio da sein. Da mangelt es jetzt erstmal nur an Arbeit. Ja, da wurden jährliche Steuern eingenommen und. Was? Gebäude angegriffen? Wo? Warum? Von wem? Boah, Kneipenschlägerei. Ganz ehrlich, könnt ihr es nicht schaffen, dass ihr euch einfach mal nicht durch die Fenster schmeißt? Ja, das wäre doch mal eine verdammte Geschichte, ne? Das wäre doch mal eine Geschichte. So, hier hast das. Du machst nur... Oh, das ist natürlich vollkommen falsch, was wir hier eingestellt haben.
Hierhin. Da muss das hin, dann können die da, ne? Dann können die da Bäume hacken. So, immer wieder schön. Bei Dorfbewohner Schlägerei. Die, die sich da prügeln, die interessieren mich nicht. Die Leute, die von Raubtieren angegriffen werden, die sind Erträge. Dreimal Wildschwein. Ja, super, toll. Gigantisch, grandios. Bombastisch, möchte man sagen. Kann hier oben vielleicht mal gearbeitet werden. Das wäre doch auch mal hier, da, zack. Einmal Priorität auf Arbeit, einmal Priorität auf Aufbauen. Ja, und da stehen sie beide. Sehr schön. Und schon hat der Mann, der was mit den Fässern zu tun hat, hier wieder, ne? So, hier, hier, okay, gut. Da sind Händler, beziehungsweise einer. Wir machen mal Päuschen. Du möchtest, was möchtest du mir verkaufen? Alles, was ich selbst habe. Okay, ich verstehe das. Wir möchten hier bitte, ich hätte gern wieder da. Das geht schon. Glaubet mir, das geht schon. Hier, warum geht der so krass nach unten? Hier auch. Warum ist hier oben kein Gold mehr drin? Ah jo, doch, da ist schon noch, ne? Da würde ich jetzt aber sagen, dass da schon noch so ein bisschen was drin ist. Aber wir können mal. Oh, 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 oh. Sag mir, du hast das gebaut, aber. Du hast das gebaut, aber da führt keine Straße hin, wa? Richtig. Da ist es, das bedeutet hier Straße. Dann bedeutet das hier Straße und dann bedeutet das Straße einmal hier runter. So. So hätte ich das gerne, denn so sieht das hübsch aus. Dankeschön. Und das sind die Außenbezirke, da müssen die Straßen hübsch sein. Aber meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.